Ja, Leute, auch von mir, hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play, einem, das ich eigentlich auch schon wieder seit längerem mal aufgenommen haben wollte. Es kursierte irgendwann mal die Idee, dass ich vielleicht einfach mal jedes Jahr Super Mario 64 Let's Play habe ich irgendwann verworfen, nachdem ich, direkt nach dem zweiten Jahr im Grunde überhaupt nicht Mario 64 Let's Played habe. Aber wir haben ja ab und zu mal ein paar Super Mario 64 Hacks gespielt und so weiter. Das ist eigentlich alles sehr interessant und nett, aber eigentlich irrelevant in dem Moment. Ja. Wir spielen heute Super Mario 64, das Original, und ich denke mal, das wird auch gar nicht mal so lange dauern. Ich versuche mich wieder ein bisschen besser zu artikulieren, weil ich habe schon gemerkt, meine Aussprache, ich bin wieder komplett in dem Ich-rede-zu-schnell-Modus. So, ja, das tun wir auch direkt. Ich sag mal, wir löschen diese Datei. Die Datei mit den 10 Sternen und... Boah, das ist halt doch schon so ein bisschen laut eingestellt, muss ich tatsächlich sagen. Ich hoffe, das ändert sich bei euch nicht, aber das müsste nicht der Fall sein. Also das dürfte nicht der Fall sein. So, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit dem Spiel, ne? Dear Mario, he's come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Lucky Two. Unser Held. Mit dem spielen wir jetzt das ganze Spiel über. Ja. Astreine Kamerafahrten. 1996, das muss ich an der Stelle erwähnen. Ja, ich denke mal, das Spiel kennt man, ne? Ich habe jetzt einfach mal gedacht, gut, man könnte Mario 64 einfach mal schnell durchspielen. Ist ja sowieso ein kurzes Let's Play, denke ich mal. Ich würde auch gerne mal den ein oder anderen Glitch zeigen oder Trick, der hoffentlich jetzt auch funktioniert, weil das ist halt immer so. Den Lakitu-Skip kriege ich nicht immer hin. Oh, ich habe ihn hinbekommen. Das ist ja wundervoll. Das klang jetzt wahrscheinlich so, als hätte ich das viel zu früh gesagt, aber man merkt es halt einfach, wenn man den zweiten Sprung hinbekommt, also den zweiten Weitsprung eben auf der Brücke, dass man es dann eigentlich gepackt hat. Also in der Luft spricht einem Lakitu nicht an. Ich habe jetzt auch... Ach, wir müssen sowieso irgendwann durch das Schloss, also komm, reden wir mal nochmal mit dem Lakitu, dem guten Herren. Ja, wir sind Lakitu TV. Wir sind nicht Fake News. You're Fake News. Egal. Willkommen, niemand ist zu Hause, jetzt schrei und komm nie wieder. Der böse Bowser greift wieder an, hat seine 120 Sterne eingesackt und ist ins nächste Gemälde geflohen. Anscheinend, so sagt man es sich. Ich sitze jetzt hier, ich habe so eine Position, auf der ich einfach mal ein bisschen höher sitze als sonst, ne? Also ich komme jetzt echt vor wie jemand, der höher sitzt. Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin wieder... Es ist eine komödiantische Meisterleistung. Und, ja, das ist halt sehr ungewohnt, muss ich sagen. Das ist, ich weiß gar nicht, warum habe ich das gemacht? Wie kam ich auf die Idee? Und wie komme ich auf die Idee, das jetzt nicht zu schaffen? Den Bombclip. Ja, ich werde das Spiel halt auch mit ein paar Glitches durchspielen, ne? Dürfte nicht so unbekannt sein. Nur das ist halt einer... Also die Bombe zu kriegen... Es liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen außer Übung bin. Dass ich deswegen den Bob-Bomb nicht in die Griffel kriege, so gesehen. Das Ding ist, man muss ihn halt einmal nehmen. Und wenn er explodiert, eben wenn er hier auf den Boden kommt... Dann ist er ein bisschen anders. Dann drückt... die Hitbox von der Bombe Mario weg. Also, weil Mario ja den Bob-Bomb in der Hand hält, ist die Bombe vor ihm. Es ist zwar nicht die Bombe, die man sieht, also der Bob-Bomb, den man sieht, sondern der echte Bob-Bomb ist sogar noch ein bisschen weiter vor Mario, unsichtbar. Ne? Und der hat halt eben so eine extrem riesige Hitbox, dass er Mario die ganze Zeit wegdrückt, also rückwärts, weil die Bombe ist ja vor ihm und ja, das führt halt auch dazu, dass man sich dann damit durch das Gitter schieben lassen kann, so gesehen. Ja gut, und wenn er die wirft, dann wird die Bombe mit der Bob-Bomb direkt vor Mario platziert und auch wieder sichtbar. Und das führt halt dazu, dass er dann noch weiter weggedrückt wird. Eben nicht nur das Stückchen, das er ohnehin durch das Halten weggedrückt werden wird, oder wird, ist... Ach, egal. Ist ein bisschen dämlich.
sondern der, ja, dann wird er halt durch die ganze Hitbox, also durch einen größeren Teil der Hitbox weggedrückt. Oh Gott, ich erkläre wieder zu viel. Hier, König Wump, ganz leicht, einfach eine Stampfattacke, dann kann man durch ihn durchspringen. Das sind halt alles so Tricks, die hat man wahrscheinlich irgendwo, irgendwann mal gesehen. Und wenn man die einmal so sieht, denkt man sich, ja, das kann ich auch. Und ja, die Stampfattacke kann man wirklich auch. Das ist wirklich verdammt einfach, den Wump mit einer Stampfattacke zu killen. Man braucht nur ein bisschen Timing dafür, aber das kriegt man halt recht schnell raus, würde ich behaupten. Ich bin jetzt auch direkt zu Wumps Wuchtwall gegangen, einfach weil da die Sterne ein bisschen schneller zu holen sind. Und da wir Bob on Battlefield nicht zu 100% lösen können, also da brauchen wir einfach mal zwingend die Wingcap. Es ist natürlich auch möglich, das ohne die Wingcap zu machen, aber es dauert halt einfach zu lange. Da ist halt die Wingcap doch deutlich besser. Ich spiele übrigens auf der NTSC-Version, die auf 30 FPS läuft, weil ich die PAL-Version mit 25 FPS, auch wenn es dort die deutsche Sprache gibt, ja, ich kann mir das nicht antun. Das Spiel läuft viel zu langsam. So. Da können wir direkt noch einen Glitch ausprobieren, habe ich mal jetzt gedacht. Und zwar stellen wir uns dazu einfach auf die Brücke. Ich hoffe, ich kriege die Position richtig hin. Ich hoffe, ich weiß noch überhaupt, wie das ging. Ich glaube, man stellt sich so hin, dass Marios Fuß so ungefähr an dem weißen Streifen ist. Also, man sieht ja, ja doch, also von diesen Bricks, von der Wand. Dann nach unten und dann so und dann... Yes! Oh, first try. Hätte ich jetzt echt nicht mit erwartet. Mit gerechnet. Wenn man Sätze einfach komplett falsch ausspricht. Also so solche Sprichwörter. Ist sehr komisch. Okay, dann schießen wir uns mal eben ins wilde Blaue. Oh mein Gott, das ist... ja, die Eule, die habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich glaube, die werde ich auch gar nicht verwenden. Genauso wenig wie die Kanone. Gut, das habe ich ja gerade eben gezeigt. Wie ist das vorhin passiert? Mit Mario holt sich den Stern durch die Wand. Im Grunde hat sich Mario festgehalten, weil, also wer den Stern kennt, man muss dieses Eckstück von der Wand mit der Kanone kaputt machen und dann sieht man halt einfach, dass da, dass das Eckstück weg ist. Und dieses Eckstück, man kann sich das so vorstellen, dass das Eckstück eigentlich die ganze Zeit weg ist. Also theoretisch. Weil wenn sich Mario festhält, ignoriert er das einfach. Diese Kante, die sich unter dem Eckstück befindet, die ist halt immer da. Deswegen hält sich Mario fest. Ja, Oles. Oles ist Noles. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh, es leckt. Rüber, einfach rein. Ja, also Mario hält sich fest. Und wenn Mario sich festhält an der Kante, dann ist er automatisch auf der Kante. Und da Mario auf der Kante ist, ist seine Hitbox quasi in der Hitbox des Sternes. Auch wenn es nicht so aussieht, weil er hält sich ja visuell einfach nur fest, aber er steht halt auf der Kante. Und sammelt den Stern ein. Dann merkt das Spiel aber, ey, ich bin ja hier gerade in einer Wand und drückt Mario raus. Also... Das Spiel merkt, dass Mario in der Wand ist und drückt Mario raus, sodass er dann auf dem Boden landet. Also eben außen. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt die 100 Münzen machen. Ich kommentiere hier ein bisschen zu spät, muss ich sagen. Also ich komme mit dem Kommentieren gar nicht nach. Mit dem Erklären. Aber ich bin echt froh, dass einige Sachen jetzt wirklich so gut funktioniert haben. Ja, also doch recht schnell. So, 100 Münzen, Wumms Wuchtwall dürfte gar nicht mal so lange dauern. Im Original-Let's Play war das ja so, dass ich immer, ich glaube, 10 Sterne pro Part gemacht habe und danach, also demnach kam ich dann auf 12 Parts, glaube ich, so war das, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, diesmal setze ich mir kein Limit. Ich sage einfach 20 Minuten, dann ist Schluss und, ja, keine Ahnung. So, wir sind ja schon zur Hälfte durch. Also, mit den Parts. Wenn wir schon dabei sind. So, den rosa Bob und Buddy, den lassen wir jetzt einfach mal stehen. Den brauchen wir gar nicht. Ich hätte gern die rote da hinten. Dann warte ich mal. Deep, 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 deep.
Also warten ist auch echt ungewohnt in dem Spiel. Aber gut, ich könnte jetzt natürlich hier rüberspringen und mir die rote Münze holen, aber... ist auch nicht so schön. Piranha-Pflanzen kann man ja auch umbringen, wenn man schnell genug ist. Solange die schlafen. So, zack. Habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also für die meisten wird das hier alles... Oh, ich hoffe, ich kriege den Stern richtig. An der richtigen Position. Das ist halt nicht so eine schöne. Und es kann schon mal sein, dass wenn man den 100-Münz-Stern irgendwo ganz unglücklich einsammelt, dass der dann in der Decke oder so... Also wenn man die 100. Münze unglücklich einsammelt, dass der Stern dann in der Decke spawnt. Beziehungsweise das war mal in einem Super Mario von 60 Hack der Fall. Das weiß ich hier so. In einem Let's Play, nicht mein. Also ich habe den Fehler natürlich nie gemacht, das ist ja logischerweise, ne? Ich bin hier auf meinem hohen Ross, ich sitze sehr weit oben und tu so, als wäre ich der King. Ja. Nee, aber es ist echt ungewohnt, so hoch zu sitzen. Ich habe gedacht, gut, vielleicht die Rutsche. Vielleicht kann ich dadurch einfach besser sprechen, vielleicht spreche ich deutlicher, weil die Lunge nicht so belastet ist, ich nicht so, ja, wie nennt man das? Das ist ja eher so ein Crouchen, ne? Slouchen nennt man das, oder? Ach, keine Ahnung. Wenn man sich einfach so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve benimmt oder ebenso sitzt. Ach Mensch. Ich wollte jetzt unbedingt eigentlich so einen kleinen Trick zeigen, mit dem man... natürlich muss ich erstmal zeigen, wie die Rutsche so an sich aussieht. Ne? Klar. So, also das war jetzt die ganze Rutsche. Schaffen wir nicht mal in unter 21. Was ein bisschen schade ist, aber... dafür zeige ich jetzt ja gleich, wie das richtig geht. Also wie das die richtigen Körner machen, ne? So. Aber ich merke das halt auch vor allem dadurch, dass das Kabel vom Headset einfach so runterhängt und so ein extremes Gewicht ist. Normalerweise wird das irgendwie so an der Lehne so festhängen und deswegen nicht so schwer sein. Ich habe da noch irgendwie so einen Regler, dass halt das Ding so, dann will ich hier rüber, dann sind wir nämlich fast unten und wow, das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. So. Also wenn man hier in unter 21 Sekunden vorbeikommt, kriegt man den zweiten Stern. Und dann war es das hier auch. So. Das Gute an der Route ist halt... Das Gute an der Route. Man kann direkt die Wing Cap holen. Und die Wing Cap kriegt man halt für 10 Sterne. Also wenn man hier... Ah, nur eine rum. Ah, das war so schade. Man will ja jede Sekunde sparen. Ja, egal. So. Das und das. Das und das. Und dann die da. Die alleine Münze da. Die einsame. Die alleine Münze. Okay, wundervoll. So. Machen wir mal Folgendes. Wir holen uns einfach den Schalter, ohne irgendwie so einen Speicherdialog zu bekommen, weil den brauchen wir sowieso nicht. Also wir haben den Schalter betätigt und weil wir schnell genug waren, konnten wir noch den Stern einsammeln. Jetzt können wir Bob-omb Battlefield machen. Jetzt mal endlich zum ersten Level, ne? Nach 15 Minuten oder 14. So. Der King. Der King ist ganz oben. Boah, da muss ich auch echt jetzt, also wenn ich schon so King sage, dann muss ich jetzt auch direkt daran denken, dass ja neue Cartoons kommen und da gibt es halt ein Cartoon, der heißt The Owl House, also Owlis, ne, Owlis gibt natürlich, wenn wir schon gerade dabei waren. Und da gibt es halt auch irgendwie so einen, der sieht aus wie ein Tragosso, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das Pokémon Tragosso. Hat so einen Knochenschädel auf dem Kopf. Und er heißt halt King. Musste ich jetzt irgendwie gerade denken. Und ich finde... Ich weiß ja noch nicht, wie die deutsche Übersetzung sein wird. Die deutsche Lokalisierung. Aber ich finde, das sieht schon mal ganz in Ordnung aus. So.
Da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt's das ja schon, also irgendwie auf dem Disney Channel. Das ist halt auch wieder von Disney, ist klar. Gibt's halt eigentlich andere Cartoons von... Also Cartoons eben nicht von Disney. In letzter Zeit irgendwie... Weil gerade dieses Zeichentrickmäßige ist ja komplett außer Mode. Ist alles nur noch CGI. So, Cooper, der Schnelle. Den reden wir mal eben an, aber vernachlässigen auch direkt. Wir vernachlässigen ihn auch direkt. So, als hätten wir ihn nie angesprochen. Ne? Der kann schon mal vorlaufen. Kriegt einen kleinen Vorsprung. Den wird er gebrauchen können. Ah, ich bin so am Stottern. Das missfällt mir. Jetzt muss ich die Folge nochmal neu aufnehmen. So komplett direkt. Manchmal bin ich halt wirklich sehr penibel, was das angeht. Ich frage mich, wie das andere Let's Player teilweise machen. Ich meine, oder ich früher, ne? Früher war mir halt auch scheißegal, wie ich in den Parts kommentiert habe. Aber mittlerweile muss ich halt einfach sagen, ich habe mal wieder in das Spyro 2 Let's Play reingeschaut, von früher. Und ich habe das Gefühl, ich war da einfach viel energiegeladener. Und dementsprechend fand ich das auch so ein bisschen besser zum Zuschauen, muss ich sagen. Einfach unterhaltsamer. Und heute bin ich nicht mehr so energetisch. Auch wenn es eigentlich gar nicht mal so lange her ist, oder? Gut, es könnten schon 5 Jahre, oder? Doch, könnte sogar hinkommen. So, Cooper, jetzt komm mal ein bisschen schneller ran hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Meine Güte. Wir haben nur noch 3 Minuten und wir müssen noch ein bisschen mehr Sterne holen, ja? Aber du stellst dich hier so an. Meine Güte. Ja, wundervoll. Ich hoffe, die Folge ist auch richtig am Aufnehmen, ne? Also nicht, dass ich hier alles aufnehme und irgendwie eine Tonspur ist kaputt. Also, was heißt kaputt? Wird irgendwie auf einer anderen Spur aufgenommen, die ich gar nicht eingestellt habe, dass sie aufgenommen werden soll. Das wäre sehr tragisch. So, was jetzt? Die Insel in dem... im Himmel. So, tschak und tschak. 3 Sprung. Es gibt ja auch, sehr schöne... nicht Leaks, aber... Rumors. Was ist das deutsche Wort für Rumor? Boomer, nee. Jetzt fehlt mir das deutsche... Gerücht. Gerücht. Es gibt ja Gerüchte, dass Mario 64 noch dieses Jahr, da muss ich ja richtig lachen, ein Remake bekommt. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das Ding ist, vor ein paar Tagen wurde halt das neue Paper Mario angekündigt. Also was heißt angekündigt? Nintendo hat halt einfach aus dem Blauen einfach einen Trailer rausgehauen auf YouTube. Eigentlich, ja, das war's im Grunde. Also, wie aus nichts, es gab keine Direct. Vielleicht gibt es dafür Gründe, warum keine Direct kam. Oder vielleicht hat Nintendo vor, in Zukunft überhaupt nicht mehr auf Direct zu setzen und die Spiele einfach nur noch so anzukündigen. Hätte ich kein Problem damit. Ne, weil Paper Mario kommt halt schon in 2 Monaten raus. Wie heißt das? Die Origami King oder so. Ach, nochmal King. Ich schieße mal eben so in die Mitte und dann dürfte eigentlich alles, ja, alles klappen. Ja, und weil es im Vorfeld schon Gerüchte gab, dass ein neues Paper Mario rauskommt und eben halt auch eine Super Mario 3D Collection, so, also mit Super Mario 64, Sunshine, Galaxy und 3D World. Galaxy 2? Glaube ich nicht. Was ich ein bisschen komisch finde, weil ich finde, Galaxy 2 zählt halt eher zu einem 3D Mario als 3D World. Okay, ja, ich habe das jetzt nicht mehr ganz so rausgehabt. Machen wir mal eben noch die 100 Münzen. Ach, wir sind schon bei 20 Minuten. Ach, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen ungünstig, ne? Ach komm, es ist Pilotfolge. Kann ein bisschen Überlänge haben. Das sagt man immer so. So. Ansonsten, was wollte ich noch gesagt haben? Ich wollte auf jeden Fall das Thema noch ein bisschen zu Ende bereden.
Ich meine, ich sag's mal so. Selbst vor den Gerüchten war mir schon klar, dass er nur als Paper Mario in der Mache war. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde das jetzt... Ist es nicht unbedingt eine Bestätigung für ein Super Mario 64 Remake, muss ich sagen. Ich würde mich natürlich freuen. Auch wenn ich natürlich ein bisschen skeptisch wäre, weil viele Tricks und so weiter, die würden halt einfach nicht funktionieren in einem Remake. Ist ja auch in der Spyro Reignited Trilogy... Doch, Reignited Trilogy und in der Crash and Sand Trilogy so. Beziehungsweise Crash hatte halt ein bisschen weniger spezifischere Tricks, oder? Ich meine, es gab den Neutral Slide Spin, also mit dem man so ein bisschen schneller sein konnte, aber das war es halt auch im Grunde an großen Tricks, die man jetzt ausnutzen konnte, oder? Gut, da bin ich jetzt nicht so drin, aber bei Spyro gab es halt den Doppelsprung. Jedenfalls in Spyro 2 und so weiter. Das fand ich schon ein bisschen schade, dass das nicht so drin war, aber gut, die Levelgeometrie war dann halt auch anders und bei Mario wäre das halt auch so mit dem Wandsprung zum Beispiel. Der Wandsprung ist zwar sehr unbeliebt bei den Casual-Gamern, aber ich weiß auch nicht. Ich wäre auf jeden Fall schon froh, wenn man aus einem Weitsprung im Remake einen Wandsprung machen könnte. Weil das ist halt in jedem 3D-Mario, der danach kam, überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich finde, das ist halt sowas... ich weiß nicht. Also man könnte sich jetzt natürlich eine Steuerung wie in Odyssey wünschen. Und ich finde das schwierig. Ich bin halt jetzt schon sehr die N64-Steuerung gewöhnt, ne? Und weiß nicht, ob ich das so gut heißen könnte. Und Super Mario 64 ist ja sowieso ein Speedrun-Spiel, sind wir mal ehrlich. Ja. Also heutzutage ist die meisten Leute, die es spielen, die Speedruns, denke ich mal, oder? Davon bekommt man auf jeden Fall am meisten mit. Vor allem so, wenn man sich so auf Twitch oder so umschaut, so, ist ja Mario 64 wirklich eines der meistgespeedrunnedsten Spiele überhaupt. Also wenn Nintendo sich da nicht irgendwie, wow, aufpassen, an dieser Speedrun-Community irgendwie bedienen würde oder versuchen würde, diese, ja, irgendwie zu erreichen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Würde ich schon sehr schade finden. So. Dann holen wir uns den... Ja, ich will jetzt nicht den 100-Münzstern beim Kettenhund holen. Ich hole mal den anderen da, die andere rote Münze, die jetzt noch fehlt. So, zack. Di-di-di-di-dim. So, dann hören wir mal den letzten Part mit 17 Sternen auf, oder? Also, klar, wurde jetzt nichts draus aus den 30 Minuten, aber war ja auch vorher nicht geplant, also ist schon in Ordnung. So. Ja, 20 Minuten mindestens. Ja, eigentlich 24 Minuten, ne? Das ist ja eigentlich immer so gewesen früher bei mir. Egal, jetzt sind wir bei 24 Minuten, das dürfte ausreichen und beim nächsten Mal... Ah, gehen wir in Kurs 3. Bibberback Bob, das wird sehr viel Spaß machen. Gibt's auch ein paar kleinere Tricks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.